Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir sind mal wieder auf der Neu-Mini-Brunnen auf unserer wunderschönen Alpen-Map und ich habe hier ein bisschen was zu tun, nämlich muss ich unbedingt jetzt mal wieder ein bisschen Stroh einstreuen zu unseren Schweinchen und da haben wir ja ein bisschen das Problem, bei den Kühen können wir können wir die Ballen direkt einwerfen, aber nicht bei den Schweinchen. Da müssen wir tatsächlich die Ballen erst auflösen. Und deswegen bin ich jetzt hier gerade dabei, mit dem Glas Ballen in unseren Futtermischer zu machen, um dort aufzulösen, weil ich ja jetzt keine Einstreumaschine oder Einstreuaggregat habe. Aber das geht hiermit auch. Damit lösen wir einfach hier das Stroh auf. Und dann können wir das bei den Schweinchen einfüllen. So, ich bin hier zugegen, weil morgen will ich ja nochmal einen Livestream machen hier von der Neu-Mini-Brunnen. An Heiligabend soll es nochmal einen Livestream LS22 geben. Und deswegen bin ich hier gerade noch ein bisschen dabei. Also 14 bis 16 Uhr Livestream. Und ich will hier noch ein bisschen vorwärts kommen und arbeiten, denn Ziel soll es sein, entweder, dass wir morgen Mais häckseln oder dass wir bei uns in der Forstwirtschaft weitermachen können und unsere Waldwiese bzw. unsere Alpenwiese doch hoffentlich irgendwann mal gebastelt bekommen. So, dann springen wir mal hier in den Fendt. Ihr seht, es löst auf. Es müssten 5.000 hatte der Ballen. Und ich habe übrigens mittlerweile zwei andere Dinge noch entdeckt hier auf der Map. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Also, wir müssen zwar hier auf der einen Seite, also ich glaube, hier muss ich rein, müssen wir, genau, jetzt können wir hier das Stroh abladen. Und Ballen, wie gesagt, geht nicht. Wir müssen es lose einwerfen. Aber was ich gesehen habe, was geht, das zeige ich euch gleich. Man kann hier tatsächlich den Mist, ich habe den immer rausgeschaufelt und den hat es dann an links und rechts hier, ihr seht es ja da hinten an der Seite, ein bisschen verschoben. Und jetzt habe ich aber festgestellt, man kann auch direkt hier mit dem Miststeuer reinfahren und kann im Prinzip den Mist rausholen. Das machen wir jetzt gleich. Während, und da will ich euch auch noch was erzählen, nämlich zum Thema Bodenwerte. Ihr seht es, da ist der Waldra unterwegs und der pflügt das Feld. Jetzt muss ich aber aufpassen. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Nicht, dass der Kollege jetzt rüberspringt, denn wir haben auf dem anderen Feld hier, zack, hier habe ich mittlerweile Ackergras angesät, damit wir dann auch Heu bekommen. Puh, Schwein gehabt. Der Kollege macht tatsächlich hier Feierabend. So, nicht, dass er rüberspringt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, da sind noch ein paar lose Stellen. Weil ich habe es jetzt, glaube ich, raus, wie wir auf 100% kommen. Also wenn ich hier nämlich das Feld entsprechend pflüge, das habe ich nämlich hier jetzt gemacht mit dem Feld hier drüben. So, dann kriege ich endlich den Bodenwert, den untersten Wert, nämlich Bodenbearbeitung auf 100%. Und dann kriegen wir ja auch langsam das Ding hier nach oben. Jetzt mittlerweile sind wir in der Summe nämlich bei 11% Steigerung der Verkaufspreise. So, deswegen habe ich jetzt auch hier gepflügt. Und wenn wir dann ansehen, dann müsste tatsächlich hier unten der Balken hochspringen auf 100, so wie eben auch hier. Wundert mich zwar ein bisschen, weil ich das, glaube ich, an dem Feld auch schon mal gemacht habe oder generell an den Feldern. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber hier ist es nämlich zum ersten Mal passiert und ihr seht, endlich mal 100, den Wert 100 an einem Feld hinbekommen. Okay, und was mich auch wundert, eigentlich hier war, glaube ich, doch Mais oder irgendwas drauf. Und da haben wir doch eigentlich auch gepflügt. Naja, gut, wir werden sehen, wie es sich dann verhält, wenn ich über dieses Feld gehe. Jetzt machen wir hier noch schnell fertig. Und wir sind im Juli und das heißt, dass wir auch schon wieder ein, zwei Felder ernten könnten. Aber ich halte mich jetzt nochmal kurz zurück. So, wir müssen mal nach oben. Ja, fahren wir über die Straße, dann ist es vielleicht ein bisschen geschmeidiger. Weil hier drüben haben wir den Mais. Der Mais, der braucht noch zwei, drei Monate. Und ich würde auch gerne vorwärts kommen, wie gesagt, mit dem Holz. Aber die Fichten, ich habe gerade geschaut, sind immer noch nicht so weit. Also sind bei 25 Meter Höhe. Aber ich glaube, wir müssen über 30 kommen, damit wir den höchsten Ertrag bekommen. Aber das checke ich nochmal. So, war nicht hier oben noch? Doch, hier war noch. Weil wenn, dann machen wir es schon richtig.
Ja, das ist eben jetzt auch der Punkt. Ich glaube, mit dem anderen Gerät, was wir haben, das ist ein Tiefenlockerer, da wird halt nicht richtig gepflügt. Und mit dem Teil hier wird halt richtig gepflügt. Man sieht es ja auch an der Textur. Und das ist vielleicht das Rätsels Lösung, weil wir mit diesem anderen Tiefenlockerer mit 4 Meter Arbeitsbreite immer drüber gerannt sind. Und da ist noch ein Stückel. Heidenei. So, jetzt aber. Und ich habe den Verdacht, dass das eben dann nicht als Pflügen zählt, richtig. Und deswegen hat er uns immer nur diese 50, diesen Wert 50 gemacht. So, okay, dann bringen wir den jetzt erstmal weg, weil wir haben jetzt erstmal kein Feld mehr zum Pflügen. So, und dann schauen wir mal, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen überlegen. Wir könnten natürlich nochmal in den nächsten Monat schieben, denn die Tiere sind eigentlich soweit versorgt. Das habe ich jetzt schon gemacht. So, Dele. Weil, wie gesagt, mir geht es ein bisschen um die Fichten. Oh, nicht. Nee. Oh. Ja, falscher Knopf. So, naja, okay. So, lasst mich mal kurz schauen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch? Ah ja, genau, den Tiefenlockerer euch zeigen. Weil der scheint nämlich nicht des Rätsels Lösung gewesen zu sein, beziehungsweise wirklich eine wahre Hilfe. Hat zwar 4 Meter Arbeitsbreite und kann man mit einem kleineren Gerät fahren, aber dieses Teilchen hier, das pflügt halt nicht richtig. Oder zumindest habe ich den Eindruck, dass das dann nicht als Pflügen anerkannt wird. Und deswegen kriegen wir eben bei den Bodenbewertungen nur diesen halben Balken. So, okay. Aber wir werden sehen, sobald wir das andere Feld da oben angesät haben. Und ich bin da am Überlegen, dass wir da natürlich wieder was ansäen. So, Dele. Dann fahren wir den jetzt erstmal wieder hier rein und parken den hier. Dass wir da was ansehen, was uns halt Stroh bringt. So, Dele, wir schauen jetzt gerade mal kurz rein in den Kalender, in den Wachstumskalender. So, Erntezeitraum haben wir jetzt mit Hafer und mit Weizen. Das sind zwei Felder soweit. Und wenn wir jetzt noch springen würden, hups, in den nächsten Monat, in den August, dann könnten wir auf jeden Fall Raps ansehen. Aber wenn wir auch in den nächsten Monat springen, dann müsste eventuell auch schon unser Karottenfeld fertig sein. Dann hätten wir ja richtig was zu tun. Okay, ne, weil wir sehen jetzt hier, so, dieses Feld ist ready. Dieses Feld wird dann nächsten Monat höchstwahrscheinlich ready. Und hier haben wir unsere Karotten. Die müssten dann auch nächsten Monat. Und dann denke ich doch, dann passt es. Und ansehen können wir sowieso nichts. Und die Tierchen, die sind ja eigentlich soweit versorgt. Schafe sowieso, die haben mehr als genug. Unsere Schweinchen, da kommen wir auf jeden Fall noch in den nächsten Monat. Wie sieht es denn da aus? 604, nee, da haben wir noch nichts verkaufsreif. Bei den Hühnern sieht es so aus, dass wir hier noch Reproduktion haben, aber ich denke, die werden wir verkaufen, weil Reproduktion bringt uns ja nichts, weil ja wir hier voll sind im Stall, aber hier haben wir noch jede Menge Platz und die Tierchen sind bei 1500 und die Tierchen, die würden nochmal reproduzieren in 2 Monaten und dann würden wir sie verkaufen, weil 1500 ist da der höchste Wert, aber soweit ich sehe, passt das soweit. Stroh und alles ist da und auch bei den Schweinchen müsste doch jetzt auch genug Stroh drin sein, natürlich. Also, ich sage, wir springen mal schnell rüber in den nächsten Monat und dann haben wir hier richtig zu tun, aber er hier, na, ihr wisst ja. So, den bringen wir jetzt erstmal da hinten hin, damit sich hoffentlich da keiner verletzt. So, Dele. Ach so, ja, das wollte ich euch ja noch schnell zeigen. Genau. Haben wir denn da einen Traktor? Stimmt, die Sache mit dem Mist. Das zeige ich euch noch schnell. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ja ein Multifrucht. Ich weiß gar nicht, warum ich da hinten die Kartoffeln und die Zuckerrüben reingeworfen habe. Weil mir ist jetzt auch aufgefallen, das sieht man ja immer, wenn man dann Früchte eigentlich ablädt bzw. abtanken möchte oder überladen möchte, dann sieht man ja, was eigentlich alles möglich ist. Und er zeigt mir ja an, dass man auch in diesem Multifruchtsilo hier
Zuckerrüben und Kartoffeln hätte einwerfen können. So wie wir witzigerweise ja auch Salat, Erdbeeren und was ist die dritte Frucht? Erdbeeren, lass mich mal kurz schauen. Ich weiß es jetzt wieder gerade nicht. Produktion. So, Erdbeeren, Salat und Tomaten, die können wir ja auch in das Silo werfen, interessanterweise. Und dann tatsächlich in den Anhänger überladen. Sieht dann lustig aus, wenn die ganzen Blätter da drin liegen. So, jetzt gehen wir hier rein und wenn wir jetzt hier auf die Hilfe gehen, dann sehen wir tatsächlich Befüllung starten und der lädt tatsächlich hier den Mist über. Aber interessanterweise kriege ich das da hinten links und rechts nicht mehr und er zeigt auch an, dass eigentlich kein Mist mehr drin ist. Ne? Mist 0. Okay, ist so, können wir nicht ändern. Aber wir können jetzt also brauchen hier nicht mit der Schaufel rein und den Mist entsprechend abladen bzw. überladen. Was wir ja auch schon mal am Anfang gemacht haben und sind immer rübergefahren, haben den Mist in den Bunker gebracht. Wir springen in den nächsten Monat, in den Juli und dann schauen wir mal, was hier Sache ist. So, 8 Uhr sollte reichen, weil was mich am meisten natürlich interessiert, ist natürlich unsere Forstwirtschaft, unsere Bäumchen, unsere Fichten. Weil die würde ich natürlich gerne ernten mit über 30 Metern, weil dann haben wir richtig Kohle. So, weil mit 13.000 haben wir ja im Moment nicht so viele Möglichkeiten. Betriebskosten, Mietkosten, da müssen wir auch mal ein bisschen aufräumen, weil wir haben nämlich zum Beispiel, wir haben einen Wender, wir haben einen Schwader, wir haben da hinten die Gülle, das Güllefass. Wir haben den Tiefenlockerer, wir haben den Miststreuer nur gemietet. Das sind alles Gerätschaften, wo wir uns mal Gedanken machen müssen, wie wir damit umgehen. So, jetzt aber erstmal, den Pflug haben wir ja auch gemietet und die Mähtechnik, da müssen wir auch mal was machen. Jetzt springen wir mal kurz hoch und schauen mal, wie weit die Fichten jetzt sind. Okay, wir sehen auf jeden Fall, dass hier unser Karottenfeld erntereif ist. Und die zwei Felder sind auch erntereif, also da können wir dann gleich loslegen. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Tut sich da was? Tut sich da was? Sind sie jetzt endlich größer? Nein, immer noch 25,5. Werden die nicht größer? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da müssen wir nochmal schauen. Okay, was ich jetzt machen will, ist loslegen und zwar in den Bereich, und da werden wir uns eine maschinische Miete. Okay, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Gemüsetechnik. Habe ich den Mod hier nicht drauf? Oder wie oder was? Habe ich den Mod nicht drauf? Ach nee, stopp, der ist, glaube ich, bei Rübentechnik, oder? Kann das sein? Da ist er doch, den werden wir uns mieten, genau, weil da machen wir jetzt gar kein großes Heckmeck. So, einmal mieten, aber da reicht uns das Geld nicht. Doch, das reicht uns gerade. Wir müssen ein bisschen was holen. Augenblick, Augenblick. So, wir werden uns etwas leihen, damit wir ein bisschen flüssig hier sind. Wir werden auch die Karotten gleich verkaufen. Was anderes macht eigentlich auch wenig Sinn. So, zack, zack. Wir nehmen den, weil der ist flott unterwegs. Den werden wir mieten. Und zwar in der Standardausführung mit 60.000 Liter Kapazität mit der Standardmotorausführung. Und das sollte uns dann auch reichen. Jupp, okay. Mieten, zack. Und dann brauchen wir natürlich noch das entsprechende Schneidwerk. Und da müssen wir jetzt aufpassen für Karotten. Also ich habe doch Karotten angesät. Nicht, dass wir hier aus Versehen was Falsches machen. So, lasst uns nochmal schauen. Ja, das sind Karotten. Passt, bingo. So, zack, Kombination, Karotten, da nehmen wir auch das normale Schneidwerk, das tut's. So, mieten, dann haben wir knapp für 11.000 gemietet, aber das sollte ja eigentlich auch reinkommen. So, da haben wir die Gerätschaften stehen. Ach, und da habe ich tatsächlich noch den Wickler stehen, der gab es auch mal günstig im Gebrauchtshop. Und da müssen wir auch mal schauen, wie wir dann damit umgehen, weil ich möchte eventuell von den Rundballen, jetzt steht das Ding andersrum, von den Rundballen weg und wir gehen zu Quaderballen. Jetzt haben wir da auch noch Kalk, sehe ich. Hier schnitt ja noch einiges rum. Okay. So, dann wollen wir mal. Zack. Dann klappen wir das Ganze ein. Das geht. Dann machen wir mal die Rundumkennleuchten an.
So, und dann versuchen wir hier rauszukommen, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Und dann fahren wir mal zu dem Feld da hoch. Und dann legen wir los. So, Augenblick, Augenblick. Aber da machen wir erstmal noch ein schönes Thumbnail. Augenblick. So, zack, 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 zack. Wenn wir schon so eine tolle Maschine hier unterwegs haben. Und? Dankeschön. So, dann links rum. Das Feld werden wir einmal abernten. Mir ging es eigentlich mal darum, hier zum Testen, wie das denn funktioniert auf anderen Maps. Auf der Zielonka sind wir ja natürlich auch unterwegs. Mit den Feldfrüchten, mit den neuen aus dem Premium-Paket. Und wir werden das Ganze jetzt einmal abernten und ich denke dann direkt verkaufen. Denn ob das jetzt in das Multifrucht-Silo reinpasst, das weiß ich gar nicht. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Huch. Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn das Ding hochgeklappt ist, sieht man ja gar nichts. Aber dafür gibt es ja auch für dieses Schneidwerk einen Schneidwerkswagen. So, da sind wir auch schon. Und der Mod, der ist natürlich echt klasse. Der hat auch richtig Tempo. So, wir klappen wieder aus. Wir klappen die gesamte Maschine aus. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier runterholen. Wie sieht es denn überhaupt mit den Preisen im Moment aus? So, zack. Dann schauen wir doch mal, was wir überhaupt hier erwarten dürfen und wo wir das Ganze hinbringen müssen. Karotten, Karotten, Karotten. Augenblick, Augenblick. Da unten, ganz da unten. So, 291. Das ist natürlich jetzt gerade nicht der Monat, oder? 216, Surmark 226. Ja, ja, da müssen wir schon über 100.000 müssten wir definitiv, damit sich das Ganze auch wirklich rechnet und lohnt. 291, da müssten wir tatsächlich warten. Juni, Juli. Eigentlich haben wir jetzt einen guten Preis, ne, oder? Ja, gut, wir sind im August, klar. Der Preis fällt, der fällt bis 156. Okay, hilft nichts. Einmal noch zurücksetzen. Und dann geht's auch schon los. Und wie gesagt, das Maschinenschild, das macht saubere Arbeit. Und das fährt hier mit 20 km/h und 5,40 Meter waren es, glaube ich, Arbeitsbreite hier rüber. Sehr gut. Und schon haben wir fast 8000 im Bunker. Dann können wir hier auch mal die Rundumkennleuchten ausschalten. Ja, das macht doch Spaß, oder? Damit kann man auf jeden Fall die neuen Feldfrüchte richtig vom Feld runterholen. Damit kann man arbeiten, auch über große Felder. So, 17.000, 30%, also 60.000 passen rein. Und das sieht ja fast so aus, als wenn wir am Feld hinten angekommen schon fast den halben Wagen voll haben. Okay, da werden wir auf jeden Fall mehr als 100.000 runterholen vom Feld. So, einmal hoch. Dann machen wir kurz ein Vorgewende. Man möge es uns verzeihen. Huch. Boah. Aber der hat ja Speed drauf. So, da brauchen wir jetzt einen Abfahrer. Das wird sowieso spannend. Haben wir ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir überhaupt in unserem... So, dann schicken wir den mal los. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir brauchen da mit Sicherheit den großen hier. So. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, der Anhänger ist ja nicht allzu groß, merke ich gerade. Heieieiei, das wird ja ein Geschäft werden. So, da brauchen wir, da müssen wir uns fast noch einen Abfahrer leihen.
Ja, ja. 80% schon voll. Ich meine, der fährt zwei Bahnen, dann ist der voll, ne? So, und ansonsten, wie gesagt, schauen wir mal, ob wir dann ja, okay, wir sind jetzt im August. Wir haben jetzt noch einige Felder hier zu ernten. Und dann schauen wir mal, was wir im Livestream morgen hier machen können. Ob dann unsere Bäumchen schon soweit sind oder unser Mais. Weil da wollte ich auf jeden Fall dann ein Feld für Futtermais und ein Feld zum Häckseln. Und dann mit dem Göweil Ballenwickler mit dem stationären arbeiten. Und dann machen wir nämlich entsprechende Ballen. Silageballen. So, er wechselt gerade die Richtung. Das passt soweit, weil da ist ja auch zum Abtanken. So, ja, der ist voll gleich. Eieieiei. So, wir schauen mal ganz kurz nochmal rein wegen dem Mais. Mais geerntet, Erntezeitraum Mais ist im Oktober. Also haben wir dann noch 2 Monate. Okay. Oh ja, das ist zügig. 18.000, okay. Da werde ich einige Male fahren müssen. Ich überlege gerade, da gibt es so einen schönen Mod. Einen schönen Mod, wo 200.000 reinpassen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das tun. Nichtsdestoweniger, Freunde, sind wir schon mal wieder am Ende angekommen dieser Folge. Also, wir schauen mal, wie weit wir noch kommen. Und dann wird morgen am Heiligabend von 14 bis 16 Uhr gibt es einen Livestream hier nochmal von der neuen Mini-Brunnen. 2 Stunden werden wir hier LS22 zocken. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach mal vorbei. Und wir gucken, ob wir häckseln oder ob wir tatsächlich unsere Bäumchen fällen und dann unsere Wiese dort oben machen. Werden wir mal sehen. Aber in 2 Stunden kriegen wir ein bisschen was gearbeitet, auf jeden Fall. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Hier LS22 bei mir auf dem Kanal. Bis dahin sage ich tschüss, ciao, euer Badenfarmer.